Das Handy als erster Ansprechpartner, um sich die Wartezeit am Flughafen zu vertreiben. Für viele ist der Griff zum Handy schon fast ein Reflex. Auch Familie Möller beschäftigt dieses Thema. Sohn Richard kann sich einen Urlaub ohne das Ding kaum mehr vorstellen. Na, eigentlich habe ich es fast immer bei mir. Ja, seitdem ich habe es zu Hause am Ladekabel. Leider. Was sagen Sie dazu? Nicht sehr begeistert. Es ist zu viel, eindeutig. Die Kinder nutzen die Handys ständig. Man muss ja abends eigentlich dazu überreden und mit Nachdruck, dass sie das Handy weglegen. Früher schickte man Postkarten, heute hält man die Liebsten mit kurzen Nachrichten oder Live-Bildern von unterwegs auf dem Laufenden. Das mobile Surfen hat den Reisealltag vieler Menschen grundlegend verändert. Es ist nicht mehr wegzudenken. Ja. Es war schade eigentlich, ein bisschen, aber man braucht es ja auch am Ende. Also ich fliege jetzt zum Beispiel alleine und ich finde es cool, wenn ich dann auch zu Hause meine Leute erreichen kann. Man kann schauen, was los ist, nach Wetter, nach Tickets, wann der Flieger geht, umbuchen. Also es gibt klasse WhatsApp, Kontakt nach Hause, anderen Leuten sagen, wo man ist. Wir haben es dabei. Man hat es einfach immer dabei. Die deutschen Reisebüros beobachten schon seit Jahren den Trend, dass die Nachfrage an Erreichbarkeit im Urlaub deutlich zugenommen hat. Gerade für junge Leute, das eine hohe Relevanz hat, im gesamten Urlaub erreichbar zu sein und natürlich auch im Hotel, sowohl im Hotelzimmer oder dann wenigstens in der Lobby am Pool wäre dann noch besser. Das wäre noch die Steigerung davon. Für viele Hotels ist es ein klarer Wettbewerbsnachteil, wenn sie zum Beispiel kein kostenloses Internet anbieten. In der Zwischenzeit ist es für Kunden nicht mehr akzeptabel, wenn sie für WLAN was zahlen müssen. Also das merken wir ganz deutlich, wenn eben da steht, dass es entgeltlich ist. Das ist nicht das, was der Kunde wünscht, definitiv nicht. Familie Möller hat ihren Urlaubsort nicht vom Internetzugang abhängig gemacht. Auch weil Dirk Möller es wichtig findet, Job und Alltag einfach mal hinter sich zu lassen. Man will ja mal abschalten, man will ganz einfach mal für sich sein und das Handy oder beziehungsweise diese ganze Welt da draußen mal weglassen. Und den Urlaub einfach dadurch genießen und mal zusammen. Weil das Handy stört schon in einem gewissen Moment, auf alle Fälle. Das ist so. Doch was, wenn man den Alltag und vor allem den Job nicht wie die Möllers einfach so hinter sich lassen kann? Was, wenn zum Beispiel der Chef möchte, dass man auch im Urlaub immer erreichbar ist? Ja, wenn der Chef im Urlaub stört, Christoph Burgmeister bei uns, Arbeitsrechtler, Rechtsanwalt, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Muss ich denn für den Chef im Urlaub erreichbar sein? Klares Nein, Urlaub ist Urlaub. Das heißt, man ist von der Arbeit freigestellt und zwar komplett. Das heißt, man muss nicht erreichbar sein für den Chef oder für die Kollegen. Inwiefern kann denn so eine Firma dann vertraglich festlegen lassen, dass ich im Urlaub erreichbar sein muss? Es gibt solche Klauseln in Arbeitsverträgen, die sind aber unwirksam. Das heißt, ich kann mich vertraglich gar nicht dazu verpflichten, weil sonst hätte ich keinen Urlaub. Es ist eben eine komplette Freistellung von der Arbeitsleistung. Das heißt, wenn ich eine Mail vom Chef bekomme und die im Urlaub zufällig lese, muss ich auch nicht antworten? Im Prinzip nein. Was heißt im Prinzip? Hallo, hallo. Jetzt sind wir schon in den rechtlichen Feinheiten, oder? Ja, es gibt schon mal Extremsituationen, wenn der Betrieb abbrennt oder ein wichtiges Passwort fehlt. Dann, glaube ich, kann man schon erwarten, dass ein Mitarbeiter sich meldet und auch kurz Bescheid sagt oder erreichbar ist. Aber für die normale tägliche Arbeit eigentlich nicht. Und wenn ich dann auf die E-Mail nicht antworte, kann man mir auch keine Abmahnung oder keine Kündigung geben. Das muss der Chef leider akzeptieren. Und wenn es jetzt so einen Notfall gibt und ich, was weiß ich, IT-Techniker bin und der Einzige bin, der sich auskennt und die Suppe wieder auslöffeln kann, dann muss mir der Chef natürlich die Heimreise bezahlen, oder? Ja, das stimmt. Also es gibt Extremfälle, wo ich dann auch wieder zurückfahren oder zurückfliegen muss. Da muss der Chef auch den Urlaub bezahlen und die Rückreise. Und meine Urlaubstage kann ich natürlich dann wieder nehmen. Und muss er dann aber auch die Rückreise der Kinder bezahlen und der Frau? Im Regelfall nein. Es müsste dann schon unzumutbar sein, dass die Ehefrau mit den Kindern alleine bleibt. Wenn es jetzt der alleinerziehende Vater wäre mit Kindern, dann muss der Chef natürlich auch den Rückflug der Kinder bezahlen. Die können ja schlicht nicht alleine im Urlaubsort bleiben. Es gibt ja immer mehr Menschen, die einfach im Urlaub weiterarbeiten, weil die sagen, die Firma braucht mich. Ja? Ich habe ein paar Projekte und so. Kann man sich das dann ausgleichsmäßig nach dem Urlaub wieder geben lassen von der Firma? Nein, also da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn ich Urlaub habe und der ist gewährt, dann muss ich den Urlaub auch nehmen. Wenn ich dann im Urlaub freiwillig arbeite, ist das mein eigenes Risiko. Und dann kann ich nicht hinterher zum Chef sagen, ach, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet, ich möchte jetzt noch mal 2 Wochen Urlaub haben. Also das Wichtigste ist, Urlaub ist Urlaub. Da muss ich nicht erreichbar sein, genau. Und ich muss auch der Firma keine Notfallnummer oder sowas hinterlassen, sondern
Urlaub ist mein Ding. Ja, genau. Und das hoffentlich meiner Familie. Und ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir im Urlaub mal ein bisschen besser abschalten. Ja? Diese ganze Erreichbarkeit, wir haben es im Film gehört, sie nimmt zu. Alle wollen wir auch vielleicht dauernd erreichbar genau. sein. Aber auch Sie machen ja in dem Urlaub aus. Nein, ich bin selbstständig. Ah, das lauert, das Los der Selbstständigen. Genau. Alle wichtigen Tipps auch im Netz unter vollekanne.zdf.de. In diesem Sinne, einen schönen Arbeitstag. Vielen Dank. Ja.